Bei mir steht nun der Trainer vom SV Mombach, Dieter Müller. Sie haben das Spiel lange Zeit in der Hand gehabt und hätten eigentlich heute einen Sieg verdient gehabt, oder? Ja, es war natürlich ein sehr interessantes Spiel für die Zuschauer, denke ich. Man hat gesehen, wie alle mitfiebern, jeweils dem Lager entsprechend. Ja, wir haben sicherlich den Großteil der Torchancen oder die besseren Torchancen gehabt. Da müssen wir natürlich in der ersten Halbzeit müssen wir aus den vielen, vielen Chancen 2, 3 Tore mehr machen und dann, denke ich, hätte es auch gereicht. Ja. Aber es war natürlich ein sehr intensives Spiel, aber auch ein gutes Spiel, sehr gutes Spiel, finde ich. Ja, und letztendlich müssen wir auch damit leben. Ja, Sie haben auch eine junge Truppe zusammen, hat dann zum Schluss einfach auch so ein bisschen die Kaltschnäuzigkeit gefehlt und die Erfahrung? Ja, man hat halt gemerkt, dass der Florian Galle als Kopfballspieler, der ja in der ersten Halbzeit dann auch gegen die 14 gespielt hat, sicherlich da gefehlt hat in der Situation. Ja. Und dann haben wir halt auch nicht mehr so auswechseln können, dass wir diese körperliche Nachteil dann regeln konnten. Nur das kann man natürlich nicht verteidigen, das war klasse gemacht. Der läuft weg vom Tor und kriegt den dann natürlich dann so gut, dass er in die Ecke geht. Kein Vorwurf an die Mannschaft. Ich glaube, man hat gesehen, diese junge Truppe, dass sie immer alles gibt. Ja, das ist das, was wir hier erreichen wollen, dass wir in Moorbach den Zuschauern zeigen wollen. Von der ersten Minute an, hier ist Leidenschaft, hier ist Power drin. Und das hat mich auch gefreut. Auch spielerisch war das heute eine Klasse besser als am Sonntag. Sie haben auch schon angesprochen, Florian Galle musste ausgewechselt werden. Gibt es da schon eine erste Diagnose? Ja, er hat so eine starke Wadenprellung, dass er halt dann nicht mehr laufen konnte. Ja. Und weil der Florian ist natürlich der Letzte, der da rausgehen würde. Ja, der sitzt natürlich da auch draußen, war dann traurig. Aber es ging einfach nicht mehr. Ja. Er hat dieses nah am Knie und dann, wer das schon mal hatte, der weiß von der Seite her, da geht das, meinst gerade, du trittst drauf und knickst weg. Also ja, schade, aber ich hoffe, dass er nicht lange ausfällt. Dann gab es auch hier eine strittige Situation und zwar der Spieler Florian Knöppel wurde im Strafraum mit einer Tätigkeit zu Fall gebracht. Wie haben Sie die Szene gesehen? Soll ich Ihnen ehrlich was sagen? Ja, gerne. Dazu sage ich nichts. Okay. Ich meine, das hat, glaube ich, das ganze Stadion gesehen. Warum soll ich da jetzt einen Kommentar abgeben? Ja? Die Schiedsrichter haben das Beste versucht und das ist ihre Entscheidung. Da fragen Sie am besten die Leute, die es betrifft. Da möchte ich nichts zu sagen. Okay, dann im nächsten Spiel nochmal gegen eine Koblenzer Mannschaft. Ja. Wie sieht es da aus? Ja, wir sind jetzt, glaube ich, haben wir gesehen, dass wir mit der ganzen Klasse mithalten können. Ja, wir müssen natürlich in jedem Spiel immer alles geben. Ja. Von der ersten bis zur letzten Minute, das haben wir heute gemacht. Wir sind vom Platz mit einem Unentschieden. Kann ich mit leben. Vor dem Spiel hätte ich gesagt, okay, weil ich habe die Mannschaft sehr, sehr stark gesehen, auch im Pokal. Und wenn man überlegt, dass da noch 5 Leute nicht gespielt haben, die im Pokal gespielt haben und gut gespielt haben, ist das natürlich ein Kader, der sensationell ist, was die Erfahrung auch angeht. Ja. Aber unsere Mannschaft, ich muss ja Hut ziehen, ja. Was sie heute gespielt haben, die waren mutig, die haben nach vorne gespielt, sie haben Fußball gespielt und das freut mich ungemein. Und wir schauen wir mal, was Koblenz macht. Wir haben keinen Druck, ich habe der Mannschaft vor dem Spiel gesagt. Wir haben hier ein Jahr, wo wir uns finden wollen. Der Verein ist froh, dass mal Kontinuität reinkommt und das zählt für uns. Ja. Und jetzt lassen wir den Spaß einfach mal kommen und lassen den einfach mal walten. Und das hat man heute gesehen. Ich glaube, die Zuschauer haben ein gutes Spiel gesehen. Ja. Vielen Dank, wir drücken die Daumen. Bei mir steht nun André Thurm vom SV Mombach. Ihr habt hier heute 1:1 gespielt, trotzdem, eigentlich hättet ihr mit dem Sieg vom Platz gehen müssen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja gut, wir haben die ersten 10 Minuten etwas schwer reingefunden ins Spiel, waren aber dann nach ca. einer Viertelstunde super im Spiel drin, hatten eigentlich Feldüberlegenheit, große Chancen gehabt in der ersten Halbzeit schon, hätten dort schon 1 oder 2:0 führen müssen. Ja, dann gehen wir in der zweiten Halbzeit dann folgerichtig in Führung und hat leider nicht gereicht zum Schluss. Ja, du hast heute einen wunderschönen Freistoß reingezwirbelt. Wie oft machst du so ein Ding? Ja, also ich habe letzte Saison schon mal getroffen, also ich mache das auch öfters, aber das ist natürlich so, passt natürlich super. Ihr habt jetzt 4 Punkte aus den ersten 2 Spielen geholt. Neuer Trainer, ist jetzt ein bisschen Euphorie auch bei euch da? Ja, durchaus. Also der neue Trainer hat super neuen Schwung reingebracht in die Mannschaft. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, müssen natürlich noch viel lernen, aber wir sind auf einem richtig guten Weg, denke ich. Nächste Woche habt ihr nochmal eine Koblenzer Mannschaft vor der Nase gegen TuS Koblenz 2. Wie sieht es da bei euch aus? Ja, die zweite Mannschaft von der TuS ist immer schwer einzuschätzen, wie die drauf sind, wer da von oben dabei ist und so weiter. Aber ich denke, mit der Leistung heute können wir auf jeden Fall aufbauen und da gestärkt ins Spiel reingehen dann. Ja, vielen Dank. Bei mir am Mikrofon steht nun Michel Mauer von Rot-Weiß Koblenz. Herr Mauer, Sie haben ja in der letzten Sekunde eigentlich noch den Ausgleich gemacht. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Das Spiel habe ich gesehen, dass es ein gerechtes Unentschieden ist. Wir waren die ersten 10 Minuten sehr präsent, die bessere Mannschaft, sind dann vom Spiel weggegangen. Danach hat Moorbach 3, 4 gute Möglichkeiten, wo unser Torwart uns im Spiel hält. Gehen die Pause mit dem 0-0, kommen raus, glaube ich, sind wieder ganz ordentlich drin.
kriegen wir eine Unachtsamkeit, einen Freistoß, ist 0-1 und dann ist es halt schwer. Ja. Und da muss ich sagen, wie die Mannschaft dann reagiert hat, bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Komme zurück mit dem 1-1 über den Standard. Jan Havel, da ist er nun mal gut, der Junge. Und haben letztendlich noch ein, zwei Möglichkeiten über Standards nachher das Spiel zu gewinnen. Aber unterm Strich muss man sagen, denke ich, ein gerechtes Unentschieden, wo beide Mannschaften, denke ich, sehr, sehr gut mitleben können. Ja, Sie haben in der ersten Halbzeit auch schon sehr früh gewechselt. War das eine Reaktion noch auf die starken Morbacher? Es war eine Reaktion, weil ich Sascha Harrenthal, ein Junge, der 19 Jahre alt ist, schützen wollte. Weil wir so viele taktische Fehler gemacht haben und der Junge dadurch mehr oder weniger Sündenbock hier wurde, aus der Truppe raus, den wollte ich einfach schützen. Deswegen der Wechsel und mit Pekko Wagner hast du dann einen erfahrenen Mann, der sich auch da anders zur Wehr setzt in dem Moment. Ja. Am Wochenende gastieren Sie nun bei der TuS aus Main. Ist ja auch für Sie so ein kleines Derby? Ja, absolutes Derby für uns. Ja. TuS Main, wenn man den Auftakt sieht, den wir haben, mit Karbach, mit Morbach, mit Mayen, das sind die drei Spiele, die wir letztes Jahr verloren haben, hinten raus. Verdammt schwer. Ja, ich weiß nicht, wie sie heute gespielt haben, aber das ist Derby, da müssen wir wieder körperlich arbeiten. Und dann, wenn wir das machen, werden wir sicherlich belohnt. Vielen Dank und eine gute Heimreise.